Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 25, ne, ich glaube 26 ist es schon, von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal hier dieses Chaos mit den Fahrzeugen hier. Da müssen wir mal gucken, wie das jetzt weiterläuft. Aber das sieht auch so aus, dass wir da jetzt noch ein bisschen Handarbeit haben. Geld ist nicht genug da. Wir müssten ja Lagerhäuser bauen. Dieses Lagerhaus sieht mir auch so irgendwie komisch aus. Da ist was gar nicht hier angeliefert wird. Da müssen wir gleich mal gucken, ne? Schauen wir uns das gleich an nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, Pause ist noch drin, den nehmen wir erstmal raus und ich glaube, wir können auch schon gleich zügig das nächste machen. So, hier ist ein LKW mit Brettern, der kann schon mal weiterfahren, weil wir den hier gar nicht bedienen. Noch einer, der wird hier auch nicht bedient, kann weiter. So, dann geht da jetzt was. Jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir hier ein anderes Zeug wählen. Das ist am meisten auf dem Zug drauf, das laden wir jetzt erstmal ab. Hier sind die Bretter, die nicht irgendwie funktionieren. So, der bekommt schon mal Holz. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die fahren erstmal alle. Das ist schon mal gut. Okay, der fährt jetzt nicht mehr, weil nicht mehr genug Holz da ist. Das heißt, der kann aber auch weg. So, Zug ist leer, der kann fahren. Aber nee, der könnte jetzt erst stehen bleiben, oder? Ja, der kann erst stehen bleiben. Oh, ich habe gerade gesehen, hier ist ein LKW durch den anderen durchgefahren. Also das ist nicht ganz so schlimm. Die bleiben zwar stehen, merken dann aber, der steht hier ewig und lassen dann fahren dann durch. Pass auf, jetzt sehen wir das hier vielleicht. Ja, der fährt durch den da durch. Ich glaube, das geht vorübergehend. So, Sand wird gemacht und ist schon hier. Alles passt, aber der ist jetzt nicht mehr da. Okay. Wo ist der zweite Zug? Ist der da schon? Ne, der ist noch nicht da. Was haben wir denn für Nachrichten? Da war letztes Mal auch Fahrzeug ist unrentabel. Okay, das ist jetzt nicht mehr so wild, weil das schon raus ist. Aber da war irgendwie eine verfügbar. Holzrahmen. Die brauchen Holzrahmen und wir müssen hier schauen, dass die Forschung dafür gemacht wird, oder? Wo war denn das? Da ist die Forschungsgeschichte. Okay, die läuft aber noch. Was forschen wir gerade? Keine Ahnung. Gucken wir mal hier drauf. Da war das so angezeigt, oder? Stahlherstellung wird geforscht. Holzrahmen, schrecklich. Ja, müssen wir mal gucken, wie das ist. Da müsste ich so viel Geld bezahlen, damit es nicht geschlossen wird. Das schaffe ich aber nicht. Okay, das muss wohl bleiben erst. Kann ich auch nicht ändern. Ich habe nicht so viel Geld. 18.000. Ich weiß gar nicht, was so ein Dingens kostet. Wo war jetzt unser Zug? Gefräß Nord? Nee. Jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt bin ich hier. Ah, da war's. So, was läuft hier nicht? Der LKW läuft hier nicht. Die Bretter sind auch nicht da, kann auch weiterfahren. Der kriegt Holz. Der kriegt auch Holz. Aber der ist nicht voll, das heißt, der kann auch weiterfahren. Ich glaube, die können alle zu. Der hat kein Holz, kann weiterfahren. Bretter haben wir auch nicht, der kann weiterfahren. Der lädt jetzt und der Zug kann fahren. Gut. Lass den stehen, das ist nicht schlimm. Jetzt kommt der Sandzug hoffentlich. Ja, kommt er. Dann geht es hier wenigstens weiter. Der fährt da durch und der fährt da auch durch, oder? Ja. Die sind hier jetzt auf jeden Fall mit Sand beschäftigt. Das ist sehr gut. Er fährt weiter durch jetzt mit dem Holz. Unternehmen anderen Insolvenz. Holz. Wer kriegt denn hier kein Holz? Der. Schrecklich. Wo ist denn hier die Lieferstation? Da. Gefräß Süd. Wie komme ich an den dahin? Fahrzeug folgen. Er steht im Stau. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht, ne? Die Lieferkette ist da nicht so toll. Steht der jetzt hier schon? Ne, der steht da noch nicht mal. Okay, der kommt und jetzt sehe ich hier das erste Mal, dass er auch Bretter hat. Wie geht das denn jetzt? Das versteht keiner, ne? Was war jetzt hier für eine Meldung? Ja, die Steingeschichte, ne? Steine hatten wir, glaube ich, hier nicht, ne? Kann man nicht ändern, ne? Ist halt so. Mach mal hier Stufe 2.
Ist hier denn das eingelagert? Nein, das heißt, wir müssen sowieso auf den Zug warten, der da kommen wird. Da kommt auf jeden Fall der Sandzug. Wir haben 12.000. Was kostet uns ein Lager? Müssen wir gerade gucken. Lagerhäuser, kleines Lagerhaus, 33.000. Okay, das Geld haben wir noch lange nicht zusammen. Ja. Das läuft ein bisschen schlecht mit dem Sand. Irgendwie kriegen wir das nicht zusammen, oder? Jetzt sind es 11.000, ein Drittel erst. So, jetzt ist aber hier mein LKW, der auch das richtige Holz dabei hat. Oh, nur vier Balken. Hier sind auf jeden Fall ein paar Dinger drin. Die fahren zum Glück da weg. Und er hier. Fahrzeug ist unrentabel, das ist jetzt nicht wichtig. Da lädt einer wieder nicht aus. Die Bretter sind jetzt gefragt diesmal. Ah, da werden sie runtergeholt und dann fährt der Zug auch raus. Sehr gut. Ah, okay, der steht jetzt mit den Brettern da, ne? Aber das ist jetzt gerade so, oder? Nee, obwohl das wären dann vier, bringt es auch nicht. Da kommt der Sandzug, dann fahren die wieder. Jetzt sind wir bei 11.000 hier. Ist ein bisschen schwierig mit dem Geld, ne? Kriegen wir denn ein zweites Gleis dargelegt, dass da zwei Züge reinfahren können? Sieht jetzt irgendwie nicht so aus, dass es geht, ne? Weiß jetzt auch nicht, ob das so... So geht das da dran, ne? 11.300 kostet mich der Spaß, hätte ich. Ich hoffe, das geht mit dem Gleis. Station. Oh, passt natürlich nicht, ne? Oh, das kannst du auch vergessen, ey. Aber ich glaube, das Geld kriegte man ja wieder hier, ne, oder? So, das bedeutet Station. Güterbahnhof. Oh, der kostet 30. Alles klar. Das können wir uns auch nicht leisten. Okay, der Sandzug ist durch. Jetzt kommt der nächste. Der fährt schon mal. Ja, geht schon mal ein bisschen was voran, ne? Hm, vielleicht geht es jetzt mal ein bisschen mit dem Geld jetzt hoch. Das geht leider nicht. Der fährt. Der fährt auch. Bretter haben wir nicht mehr auf dem Wagen oder auf dem Zug. Das klappt noch alles. Das klappt auch noch alles. Ne, das klappt nicht mehr. Dann fahr du weg. Zug fährt auf jeden Fall wieder. Wir haben 6.000 plus. Jetzt kommt wieder die nächste Schlange. Nachfrage gesunken. Okay, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Jetzt fahren wir die Sand-LKWs. 1.800, 3.000. Ja, ist ein bisschen knapp alles, ne? Zu nehmen an der Holzrahmen nach Forschung verfügbar. Ja, die habe ich nicht erforscht, dann wohl. Jetzt kommt wahrscheinlich nicht der Dingens. Der Zug ist noch nicht da. Doch, da kommt er. Jetzt ist die Frage, ob der Sand schneller ist. Der Sand ist schneller. Ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Hauptsache sie fahren, ne? Wir haben gerade 12.000. Jetzt sind wir sogar ein bisschen im Minus. Der Sand fährt jetzt wieder. Ja, das mit den Dingens hier, das kann ich auch nicht ändern. Das ist halt so. Aber jetzt sind noch nicht mal Fahrzeuge da, die Sand holen können, ey. Jetzt fährt der Zug zum Glück weg. Jetzt kommt der andere. Wo ist er denn da? Gut, der liefert jetzt, dann können die nächsten LKWs hier fahren. Wir haben aber keine guten Zahlen da unten. Die fahren noch. So, das heißt, der muss weiter. Und der muss auch schon weiter.
Der muss auch durch. Ich muss den LKW leer kriegen, ne? Den Zug leer kriegen, nicht den LKW. Jetzt ist er zum Glück gefahren. Ist der Sandzug schon da? Ja, der steht da schon. Wir haben jetzt 9000. Hier hapert es ein bisschen dran, ne? Ich kriege einfach nicht das Geld zusammen. Zwölftausend. Ist schon einer da? Nö. Der fährt zurück, aber der andere ist noch nicht da. Der kommt da aber. Hat jetzt tatsächlich auch immer die Bretter dabei, ne? Und er muss warten. Ja, das ist ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich muss auch diese hier fahren lassen, damit der Personenverkehr deiner ÖPNV läuft. Sonst bringen die mir kein Geld ein. Das ist das Problem. Das muss ich so machen, komme ich nicht drum rum. Ja, und es wäre besser, irgendwo Sand einzulagern, ne? Wenn ich die losschicke immer. Okay, jetzt steht der da nämlich rum. Noch ist es nicht ganz so schlimm. Die können ja ruhig da stehen, solange dahinter kein Bus steht. Jetzt wird hier die nächste Lieferung geliefert. Aber wir sind im Minus. Ja, wir kriegen gerade Plus, aber so ganz läuft das jetzt auch noch nicht so rund, ne? Der kann weg. Der kann weg. Zug fährt jetzt, okay. Ich stehe kein Bus drin, dann kann das erstmal so bleiben. 6000 ist unser Geld. Ist schon Sand da? Ja, der kommt. Ja, das mit dem Geld weiß ich. Jetzt ist hier eine schöne Schlange, dass der Sand auch sofort geliefert wird. Ja, wir haben ein bisschen mehr Geld. Jetzt 14.000, 15.000. So viel hatten wir letzte Zeit nicht. 17. Ich habe knapp noch 18 gesehen, dann ist runtergesprungen. Wir müssen auf jeden Fall immer gucken, dass die Busse da durchkommen. Das ist schon ein bisschen wichtig, ne? Wer bringt hier was? Ah, der Sandzug kommt wieder. Da sind die Busse. Die Busse bringen das Geld auch. Okay, die wollen die mal losschicken dann. So. Die sind hier schön am Warten am Rand. Dann sind keine Fahrzeuge da. Wir haben aber hier 10.000, 11.000, 10er, 11. Ja, jetzt ist wieder schlecht hier. Der zweite Zug müsste ja sofort kommen, ne? Da ist er. Wir fahren erstmal raus, das ist schon mal gut. Den muss ich leider von Hand wegschicken. Der wird noch vollgeladen, der nicht mehr, ne? Oder doch, der wird noch vollgeladen, aber der dann... Oh, doch, das sind einige. Kann weg. Ja, der muss auch weg. Retter haben auch keine mehr. Zug fährt, okay, das passt. Hier ist kein Bus dran, das geht. Wir haben 15.000. 16, 17... 17, 18, 19. So viel habe ich zuletzt nicht gesehen. Passt erstmal. Ja, und dann auf 7 runtergefallen, ne? Aber fast 20. Muss gucken, dass es hier rund läuft. Tja. Da kommt der erste Bus, das heißt, die können fahren.
Wir können zu, damit der Bus weiterfährt. 390, siehst du, da sind die Zahlen, die wir brauchen. Ist noch niemand da, der hier was anliefert? Da kommt der Sand-LKW, Sandzug. Das heißt, der fährt durch, der auch. Das ist schon mal nicht schlecht. Einzigste ist, der blockiert uns so ein bisschen im Bahnhof. Nein, die LKW sind aber da. 19.000. Und dann ist er abgesackt auf 9.900. Ich glaube, das war auch nicht schlecht. Da kommt der andere Zug. Das ist schon mal gut. Ja, irgendwo geht ja wieder irgendwas anderes dann pleite. Das ist dann so. Kann ja auch nicht ändern. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss auch weg. Zug ist leer, alles ist gut. Jetzt muss da ein der Sandzug kommen, das wäre gut. Da ist er auch. Das heißt, das läuft hier auch gleich wieder. Da ist zwar jetzt ein Bus, aber ich hoffe, die fahren alle durch. Dass da genug drauf ist. Und 14.000 da unten. Ne, ist nicht genug. Das heißt, die beiden müssen Leerfahrt machen. Ist aber nicht schlimm. 330. Da war gar nichts zu holen, oder was? 19 oder runtergefallen. Gibt es hier noch einen Zug, der kommt? Wahrscheinlich kommt wieder der Sandzug, ne? Da ist er. Und der andere steht da am Schild, naja. Das ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Wir haben 20 gerade gesehen. 21 sogar. 22. 21, 24. 26. 27. Okay, das ist ein bisschen was besser geworden da. Müssen wir nur irgendwie 33 mal haben oder sowas, ne? Ist auf 15 runtergefallen gerade. Jetzt kommt der andere Zug gleich reingefahren. Da ist er. Sehr gut. Ja. Brauchen unbedingt hier noch ein Lagerhaus, ne? Ist nur die Frage gerade, für was dann? Entweder diese Holzbalken. Ne, der fährt noch, oder? Ne, der fährt auch nicht. Die Bretter sind's dann, ne? Fahr du mal weg. Du auch bitte wegfahren. Da kommt der Sandzug, dann können die beiden bleiben. Das geht ja schnell. Wir haben 23, 24.000. 25. Das kleine Lagerhaus ist so teuer. Da kommen wir noch nicht hin, denke ich. Das wird noch eine Weile dauern. Jetzt kommt wahrscheinlich erst wieder der Sandzug. Was holen die hier ab? Eisenerz. Hier wird auch gar kein Eisenerz angeliefert, oder vertue ich mich da? Oder ist das Eisenerz und kein Sand? Das ist Eisenerz. Bin ich der Held. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil die LKWs fahren ja. Oh, ich dachte, das müsste anders aussehen. Naja, ist nicht so gravierend gewesen. Es läuft ja alles. Ja, Holzbretter. Ist klar. Okay, der ist raus. 12.000 sehe ich gerade da unten. Lagerhäuser. Da kommt der Fahrzeug aus unserem Tempel, das ist nicht so schlimm. Der fährt jetzt, oder? Ja.
Jetzt ist er ein bisschen langsamer geworden, das wollen wir nicht. Das hat sich erledigt mit den Holzrahmen. Das passt alles noch. Der fährt auch. Der fährt nicht mehr. Holzbretter werden nicht gemacht. Holz haben wir nicht. So, der Zug fährt wieder. Das waren jetzt Holzträger. Oh, hier ist schlecht. Da kommt der Zug mit dem Erz, dann lass das so machen. Weil der bringt hier das Geld rein. 250 und der bringt 88, okay. Dann haben wir jetzt 15 da. Ja, aber ich würde sagen, die Folge ist ziemlich lang schon. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.